Servus und herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Die Austria gastiert am Dienstag um 19 Uhr im Playoff-Halbfinale beim Wolfsberger AC. Ich freue mich sehr, aus diesem Anlass neben mir unseren Interimstrainer Christian Wegleitner und unseren Spieler Dominik Fitz begrüßen zu dürfen. Ich starte gleich mit der ersten Frage für Christian Wegleitner. Wegi, das erste Spiel mit dir als Cheftrainer ist positiv absolviert worden mit dem 2:1 in Linz gegen Blau-Weiß. Was sind jetzt deine Erwartungen an dieses Playoff-Halbfinale gegen den WRC? Ja, ich würde sagen, nicht meine Erwartungen, sondern die Vereinserwartungen und die Erwartungen der gesamten Mannschaft sind selbstverständlich klar und auch schon kommuniziert worden, dass wir noch 2 Spiele haben im besten Fall, und das ist für morgen eigentlich das klare Ziel vorher gewesen und ist nach wie vor das Ziel. Danke, Wegi. Meine zweite Frage geht an Dominik Fitz. Fitzi, du warst einer der Matchwinner in Linz, hast ein Tor, ein Assist beigetragen. Was sind aus deiner Sicht jetzt, wird erforderlich sein morgen in Wolfsberg? Ich glaube, dass wir an dem anknüpfen, was wir am Samstag in Linz von der ersten Minute an am Platz gebracht haben. Ich glaube, das war eine ganz gute Partie und auf jeden Fall haben wir auch noch was zum letzten Heimpartie gegen WRC. Danke, Fitzi. Wir laden heute auch wieder die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV ein, uns auch Fragen zu stellen. Wir werden am Ende der PK 2 bis 3 davon auswählen. Zuerst sind aber die Medienvertreter an der Reihe. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf, komm mit dem Mikro. Johannes Brandl von Sky beginnt. Dominik, jetzt hört man bei einem Trainerwechsel immer wieder, der Interimstrainer oder der neue Trainer versucht in der kurzen Zeit an ein paar Schrauben zu drehen. Welchen Schrauben hat gestern Wegleitner gedreht? Ich glaube, das waren nur Kleinigkeiten. Ich glaube, es hat auf jeden Fall neuen Schwung wieder reinbracht. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt jetzt am Samstag. Und ja, wir müssen einfach schauen, glaube ich, dass wir wieder ein bisschen Spaß in die Truppe reinkriegen. Und ich glaube, an den Schrauben hat er gedreht. Nochmal Johannes Brandl. Macht das dann wirklich einen Unterschied, auch diese Aussagen, ja, wir brauchen eine neue Stimme in der Kabine, eine andere Ansprache? Christian Wegleitner war ja Co-Trainer ein halbes Jahr. Ist es dann trotzdem so ein Unterschied? Nein, es ist also für uns alle, glaube ich, kein großer Unterschied, weil er ja schon ein halbes Jahr bei uns war. Aber ja, es ist auf jeden Fall was Neues, dass er jetzt der Einser-Trainer ist. Und ja, ich glaube, er hat das gut hinbekommen, dass er das auf uns übertragt, dass wir die Energie wieder am Platz bringen, was wir die letzten Wochen nicht so geschafft haben. Lukas Schneider von der Kronenzeitung. Frage an den Trainer. Das letzte 0:4 gegen den WRC, wie stark ist es noch in den Köpfen drin, beziehungsweise man hatte noch dementsprechend eine Rechnung mit denen offen. Kommt der Gegner da jetzt zum richtigen Zeitpunkt in so einem Co-Spiel? Dass der Gegner kommt, haben wir ja schon länger gewusst. Letztendlich das 0:4 spielt garantiert in den Köpfen der Spieler eine Rolle in dem Sinn, dass sie genau wissen, dass sie in diesem Spiel nicht am Limit performt haben. Und ich glaube, das ist das nächste Ziel, dass wir unser Limit wieder erreichen. Und ich glaube, dann können wir auch den WRC fordern. Johannes Brandl nochmal. Da möchte ich taglich anschließen, auch mit Dominik Fitz. Wie ist denn das angekommen, dass der Ex-Trainer hier in dem Stadion die Welle gemacht hat mit den Fans nach dem 0:4 bei den Spielern, bei der Mannschaft? Ja, im ersten Moment gar nicht gut. Aber ich glaube, also ich persönlich habe damit kein Problem. Das ist nicht unser Trainer, ich mache mir um sowas keine Gedanken. Aber ja, sicher war es im ersten Moment nicht leibend. Aber ich glaube, das schwebt nicht mehr in unseren Köpfen. Wir müssen vollen Fokus aufs Match ausrichten und dürfen uns von solchen Kleinigkeiten nicht ablenken lassen. Dann an den Trainer. Das Spiel gegen Blau-Weiß Linz, offensiv Top-Werte in dieser Saison abgeliefert, die Mannschaft. Sie haben vor dem Spiel auch gesagt, das ist vielleicht die Möglichkeit für den einen oder anderen, sich zu zeigen. Hat sich jemand aufgedrängt in diesem Spiel, an dem Sie jetzt nicht mehr vorbeischauen können? Ich denke, dass der ein oder andere schon auf sich aufmerksam machen hat können. Wäre jetzt der falsche Ort und Zeitpunkt, hier zu sagen, wer es ist. Aber ich glaube, dass viele Zuschauer hinterm Fernseher, die live im Stadion waren, ein Bild bekommen haben, in welche Richtung es gehen soll am Morgen. Und die Werte widerspiegeln eigentlich, dass die Spieler schon am Samstag in Linz wieder dort agieren können, wo wir hinwollen. Und das ist das Ziel für morgen. Ja, Lukas Schneider nochmal. Frage an den Trainer. Was stimmt dich positiv für morgen, dass man wieder ja so performt, vielleicht auch wie gegen Blau-Weiß Linz und eben nicht wieder einen Rückfall hat wie im letzten Heimspiel gegen den WRC?
Erstens, das Spiel vom Samstag stimmt mich positiv. Die Stimmung in der Kabine stimmt mich positiv. Die vergangenen Trainingseinheiten stimmen mich positiv. Und das, glaube ich, reicht, wenn man ein gutes Gefühl hat, wie es in der Kabine gerade jetzt abläuft, wie die Trainings ablaufen, dann kann ich als Trainer nur positiv sein. Horst Hötsch von kick.at. Auch an den Trainer. Habt ihr euch das 0:4 nochmal genauer angeschaut oder ist es gar nicht notwendig, das Heimspiel? Wir haben uns das als Trainerteam das 0:4 angeschaut, nochmal, weil wir nach wie vor der Meinung waren, dass da nicht alles schlecht war. Wir haben auch hier positive Dinge gesehen, nur das Ergebnis war natürlich fürchterlich. Und von dem her, wir haben uns das angeschaut, aber letztendlich dann auch abgehakt am nächsten Tag. Ja, Lukas Schneider. Frage an den Fietz, du hast ja auch mittlerweile schon 8 Tore, 5 Vorlagen geliefert. Sehen wir vor dem Tor den vielleicht besten Fietz bisher aller Zeiten? Ja, jetzt am Samstag hätte ich auch 3 Tore machen können, glaube ich. Dann habe ich 11 Meter reingeholt. Ich glaube, ja, dass ich generell jetzt vor allem im zweiten halben Jahr wieder zu der Form gefunden habe vom Tor, wie ich es mir vorstelle. Und ich hoffe, dass ich da jetzt die nächsten Partien noch weiter dran schrauben kann. Johannes Brandl nochmal von Sky. Dominik, es ist nicht der erste Auftritt der Wiener Austria in diesen Playoff-Spielen. 21 schon dabei gewesen, 23 dabei gewesen, jetzt 24 auch wieder dabei. Worauf kommt es an, wenn man so viele Spieler in so kurzer Zeit hat aus Spielersicht? Ja, ich glaube, vor allem immer gut regenerieren. Und dann jetzt haben wir ein K.O.-Spiel gegen den WRC. Das ist natürlich immer was Besonderes, ist wie ein Cup-Spiel in der Art. Und ja, wir müssen von der ersten Minute wach sein, weil es kann jeder Moment kannst ein Gegentor kriegen oder so. Und dann ist das extrem schwer, der Rückstand zum Nachlaufen in so einem Spiel. So viel Playoff-Erfahrung zu haben, ist das eigentlich positiv oder eher negativ zu werden? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube eher negativ eigentlich. Ich glaube, dass wir uns alle die letzten Jahre bessere Ergebnisse vorgestellt hätten in der Liga, aber ja, ist jetzt so, wir müssen es besser draus machen und müssen schauen, dass wir über den Weg nach Europa kommen. Nochmal Johannes Brandl. Dann hätte ich noch eine an den Trainer, eben auch so viele Spiele in so kurzer Zeit. Inwiefern ist das auch für den Trainer, für den Staff eine riesen Herausforderung, weil im Idealfall sind sie jetzt dann 4 Spiele in 10 Tagen. Genau. Da glaube ich, haben wir am Samstag schon begonnen, die Balance zu finden, die richtige, mit der Spielerauswahl, mit den Wechseln, die eigentlich, wenn man so will, im Vorhinein zumindest fertig gedacht wurden, im Großteil auch so durchgezogen wurden und auch jetzt in den letzten Tagen einfach regenerieren. Morgen wieder Vollgas, regenerieren, Freitag Vollgas. Dieser Rhythmus sollte so bleiben bis im besten Fall nächsten Dienstag. Nochmal Johannes Brandl. Dann frage ich noch ganz kurz was zum Kader. Gibt es jemanden, der fix raus ist nach diesem Blau-Weiß-Spiel, abgesehen von den Langzeitverletzten, oder sind alle so weit hergerichtet, dass alle verfügbar sind? Mein aktueller Stand ist, dass jetzt noch mit der Medabteilung ein Meeting ist, ein kurzes. Dann gehen wir um 14 Uhr trainieren und dann wird die Entscheidung fallen, wer im Kader dabei ist. Also jetzt keiner rausgespielt oder sonstiges. Wir sind froh, dass jetzt verletzungstechnisch relativ klar ist, dass fast alle fit sind. Das ist aber schon das Thema, wer morgen zu 100% fit ist, kann und wird mitfahren. Weitere Fragen? Dann stelle ich mal eine Frage aus dem Chat von unseren Fans an dich, WG. Präferierst du allgemein lieber ein Spiel mit 2 Stoßstürmern oder wurde dieses System erstmal ausprobiert und bist du da flexibel? Ich glaube, es war nichts Neues für die Mannschaft. Also ich glaube, die Mannschaft hat so schon mal agiert, hat mit einer Spitze und 2 Halbraumspielern agiert. Das war jetzt nicht die große Umstellung, es war schon mit Bedacht, wie gesagt, auf das Gesamtpaket regenerieren, Vorbereitung, Balance finden, Gegner bezogen und dann hauptsächlich eigentlich, wie können wir am Samstag quasi in Linz aus unserer Sicht top performen, um den Gegner weh zu tun. Und das war eigentlich die Entscheidung, ist dann so gefallen. Eine Frage auch noch konkret zu Lukas Galvao und Marvin Martins, ob da eine Chance besteht, dass sie dabei sind? Ich gehe davon aus, dass das eine Chance besteht, aber wie gesagt, die Medabteilung ist in 10 Minuten mit mir zusammen
das zu besprechen und dann gehen wir zum Training. Mhm. Noch eine Frage von Johannes Brandl. Ich habe noch eine an Dominik Fitz. Haris Tabakovic ist Torschützenkönig geworden in der zweiten deutschen Bundesliga. Eigentlich unglaublich, dass er das ohne Dominik Fitz auch geschafft hat, oder? Na, der hat so viel Qualität, glaube ich. Der schafft auch mit anderen Mitspielern. Und ich glaube, die, was er dort hat bei Hertha, sind auch nicht so schlecht. Aber ich freue mich natürlich für ihn. Schade, dass es nicht alleine geworden ist. Ich habe gesehen, dass die anderen zwei auch noch 3 Tore gemacht haben am letzten Spieltag. Aber ja, natürlich gratuliere an Haris. Noch eine Frage? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann sagen wir danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Tickets für Austria-Fans für den Austria-Sektor in Wolfsberg gibt es ausschließlich am Spieltag vor Ort bei der Gästekasse. Jetzt wünschen wir mal einen schönen Restfeiertag. Ciao. Tschüss.